Also wenn ich ehrlich bin, habe ich gedacht, ich brauche da so eine Stunde für, ne? Und es ist ein bisschen Arbeit, aber ich bin ehrlich zu euch, es war wirklich ein Kinderspiel und du kannst auch zwei linke Hände haben. Diese Rückwand hier ist wirklich in wenigen Schritten angebracht und das zeige ich dir in diesem Video. Bevor wir mit der Montage starten können, müssen wir erstmal unsere Duschrückwand ausmessen. Das machen wir an drei Punkten. Einmal oben, einmal in der Mitte und einmal ganz unten. Davon nehmen wir in der Breite das kleinste Maß, weil so eine Wand kann ja auch etwas schräg verlaufen. Und dann messen wir einmal die gewünschte Höhe. Und dann können wir loslegen mit der Bestellung. Und das Erstellen ist wirklich ganz, ganz einfach. Bei Rückwand24 bekommst du nicht nur Duschrückwände, sondern auch Küchenrückwände in verschiedenen Farbtönen oder Applikationen, wie du hier sehen kannst. Aber auch einen Spritzschutz. Also dafür kannst du es verwenden, aber auch Wandbilder. Das Ganze ist in Deutschland hergestellt, du hast 2 Jahre Garantie und der Versand ist kostenlos. Um das Ganze jetzt zu konfigurieren, geh einfach auf Duschrückwand. Dann werden dir ein paar Duschrückwände schon angezeigt. Über 1 Million verschiedene Motive gibt es hier insgesamt. Das ist wirklich ausreichend, wie ich finde. Und da ist garantiert etwas für dich dabei. Du kannst aber auch eigene Motive hochladen, also so wie du möchtest. Hier links sind beispielsweise ein paar Filter angegeben, Strand und Meer. Dann werden dir hier verschiedene Strände oder das Meer gezeigt. Das ist hier auch ganz schick. Oder hier eine so Art Aquarium, ne? Ozeantiere, Unterwasserwelt. Das lassen wir mal weg. Und wir scrollen jetzt mal hier ein bisschen runter. Denn hier ist nämlich auch gleich mein Motiv. Das ist mir gleich in den Augen gesprungen. Und ich denke, das könnte Steffi ganz gut gefallen. Und die Konfiguration ist wirklich sehr, sehr einfach. Für den Laien wirklich ganz einfach gehalten. Du hast jetzt hier ein Beispielbild. Du kannst natürlich auch nur eine Wand machen, wie bei uns der Fall. Du kannst natürlich aber auch alle 3 Wände gestalten oder bestellen. Das Konfigurieren ist ganz, ganz einfach. Bei 2 Wänden hast du hier beispielsweise das blaue Rechteck 2-mal. In der Mitte hier ist beispielsweise dann der Schnitt und du kannst dir das zurechtschieben, so wie du möchtest. Bei uns ist es beispielsweise, kommt eine Platte zum Einsatz und ich glaube, ich bin der Meinung, wir hatten das so bestellt. So, das nehmen wir jetzt auch mal so an, lassen das Ganze und geben jetzt unsere Maße ein. Wie gesagt, in der Breite nimm bitte das kleinste Maß. Es kann durchaus sein, dass so eine Wand mal etwas schief ist und wenn du dann das größte Maß nimmst in der Breite, passt das Ganze nicht. Ich glaube, wir hatten jetzt eine Breite gehabt von 870 mm, sprich 87 cm. In der Höhe haben wir 2 Meter. Das heißt 200 mm. Dann wählst du dein passendes Material aus. Einmal Alu Classic Matt oder Alu Prime Lotus Seidenmatt. Das ist wirklich ein Topseller. Warum? Weshalb? Wasser und Schmutz perlen einfach ab, dank des Lotus Shield Effekt. Also was ganz, ganz Besonderes und es ist vor allem wartungsarm. Ne? Du musst nichts machen und das Schmutz perlt natürlich dann ab. Es ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Kein Wunder, dass es ein Topseller ist. Du kannst natürlich auch Alu Prime HD Glanz nehmen oder Metall gebürstet oder Acryl Classic. So, nehmen wir einfach mal den Topseller. Da sind wir jetzt bei 289,22 €. Hier steht das Ganze nochmal, auch hier links auf der Seite, dass du 2 Jahre Herstellergarantie hast, einen kostenlosen Versand und der ist innerhalb von 10 bis 15 Tagen. Du musst bedenken, das Ganze wird exakt auf dein Maß zugeschnitten und deswegen geht das nicht innerhalb von einem Tag. So, hier hast du nochmal einen Konfigurator für eine Küchenrückwand beispielsweise. Hier hast du nochmal einfache Montage auch für Laien. Also du kannst dir wirklich Montagevideos hier anschauen, aber du schaust dir ja gerade ein Montagevideo an. Einfache Pflege und Reinigung. Hier wird das Ganze nochmal erklärt. Handelsüblich mit Lappen, etwas Spülmittel und Wischtücher kannst du das Ganze reinigen. Bitte keinen aggressiven Reiniger nehmen, Badezimmerreiniger und so weiter und so fort. Das solltest du vermeiden. So, in den Warenkorb hinein. Und dann ist eigentlich das Ganze schon abgeschickt und wir können loslegen mit der Montage. Und dafür benötigen wir einmal ein Neutralsilikon oder einen Montagekleber und ein Sanitärsilikon, eine Kartuschenpresse und natürlich die passende Spitze, die wir uns dementsprechend dann leicht anschrägen, um den Montagekleber dann aufzutragen. Die Duschrückwand ist mittlerweile auch angekommen und die war wirklich hervorragend verpackt.
Den Montagekleber oder das Neutralsilikon einfach punktuell auf die Duschrückwand auftragen. Ihr könnt natürlich auch gerne mehr Punkte setzen, je nachdem wie uneben eure Wand ist. Und dann können wir auch loslegen mit der Montage. Vorweg sollte natürlich der Fliesenspiegel sauber und fettfrei sein. Denn so kann nur der Montagekleber oder das Silikon haften. Danach ist etwas Vorsicht geboten. Wir wollen ja nicht, dass der Montagekleber oder das Silikon irgendwo anders haftet, außer jetzt an unserer gewünschten Stelle. Und dann drücken wir das Ganze fest an. Dank des Drückfix-Systems hält die Rückwand auch sofort bombenfest. Im Anschluss empfehle ich euch noch, ringsherum einmal die Fuge zu verfugen mit Sanitärsilikon und am besten mit der passenden Farbe, so wie eure Fugen im Badezimmer sind. Und zu Hilfe gibt es solche Rakel. Es gibt unterschiedliche Modelle von Rakel, einmal beispielsweise so ein hier, den könnt ihr wirklich wunderbar führen, oder es gibt solche klein in verschiedenen Winkeln und Rundungen und Ausführungen. Dafür tragt ihr einfach das Bad-Sanitär-Silikon auf. Und nicht zu wenig, ruhig ein bisschen mehr. Ein bisschen Spüli drauf, dann mit den Fugen Glattzieher einmal glattziehen und dann fertig ist eure Montage abgeschlossen. Ein kleiner Funktionstest, ihr könnt schon sehen, wie schön das Wasser abperlt. Und das war es eigentlich auch schon mit der Montage. Gebt den Silikon ungefähr noch einen Tag Trocknungszeit und dann könnt ihr auch wieder wie gewohnt duschen. Kommen wir auch zum Ende vom Video. Ja, es war, Steffi hat sich mega darüber gefreut, über das Ergebnis. Es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ich mich auch. Und natürlich habe ich mich mega darüber gefreut, dass es so einfach war. Kein wirklich großer Arbeitsaufwand. Platte ausmessen, Bestellung eintippern, Muster auswählen, Material auswählen. Und es gibt natürlich noch mal einen Lotus-Effekt für alle diejenigen, die es jetzt noch nicht wussten. Kannst du noch hinzubuchen und dann, ja, kommt die Platte an, Montagekleber drauf und zack. Fertig, ne? Versiegeln noch und fertig ist das Ganze. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gib dem Video einen Handwerker-Daumen nach oben, lass vielleicht einen Kommentar da. Alle Infos zu diesem Produkt und zu den Werkzeugen findest du nochmal unten in dem Video, in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich werde euch nochmal ein, zwei Videos hinzufügen, beispielsweise von diesem Badezimmer-Spiegel den haben wir aus einem alten Bauernfenster gebaut. Oder hier in der Dachschräge. Dort haben wir einen schrägen Schrank eingebaut mit einer alten Tür. War gar nicht so einfach. Und es gibt noch mal ein, zwei Videos zum Thema Beleuchtung fürs Badezimmer. Gibt es nämlich auch so ein, zwei Highlights. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.